Die Bianca ist da und sie steht vor einem absoluten Messedeal, ja 59.900 Euro. Und das Coole ist, der Grundpreis ist noch wesentlich geringer. Ich schaue das mal gerade, 53.300 Euro, ja in der Klasse. Und wenn wir gleich mal reingehen, das ist ein Riesenfahrzeug. Setz dich doch mal rein, du bist auf einer Schlafbank, die ist hier mit drin. Die Paulina kommt auch mal kurz mit dazu. Grüß dich, Paulina, hallo. Hi Sven. Ja, sie sitzt drin und das hier erfüllt beides. Das heißt, das hat Tiefgaragenformat, du kannst damit ganz normal im Alltag fahren. Das ist ein ganz normaler Bus quasi, aber ihr habt ihn zu einem Wohnmobil umgebaut. Genau, ja, wir haben ein Aufstelldach da oben drin, das heißt, man kann doch gemütlich hier drin schlafen, aber auch das Fahrzeug für den Alltag benutzen. Ihr habt eins geschafft, ihr habt mit Farben gearbeitet, hier Silber in Verbindung mit diesem Grau und den anderen Silberapplikationen, das sieht unglaublich schick aus. Ja, finden wir auch deswegen, das gefällt halt auch einfach jedem. Ja, hier vorne steht er. Da drunter ist was für ein Basisfahrzeug. Wie heißt das Fahrzeug bei Renault? Weißt du es? Ihr Renault Trafic. Trafic ist es, ja. Ich komme nicht. Normalerweise Renault Master, der Trafic ist ein bisschen kleiner. Vorteil ist, den gibt es dann auch mit Automatik, richtig? Genau, bei den Renault Master auch mit Automatik. Das kriegst du hier und wir zeigen es mal ganz kurz. Ich steige mal ein. Hallo, erstmal Bianca. Hallo. Ja, das Coole ist, das Design, wenn man hier unten drauf guckt, das spiegelt so ein bisschen. Das ist fast wie so ein Sternenhimmel-Effekt, der hier reinkommt. Man kann es ein bisschen sehen. Ihr habt viel Wert auf absolute Details gelegt hier in dem Auto. Ja, das ist uns auch wichtig, genau. Isotherm, das ist hier unten drin, Kompressorkühlschrank. Auch den, wenn du mal gerade so lieb bist, für mich mal gerade öffnest. Ich gehe mal kurz hier weg. Viel Platz haben wir hier. Kurz mal hier rein. Und da ist eine richtige Kühleinheit mit drin, mit Gefrierfach. Auch hier mal öffnen. Ist zwar klein, aber fein, aber das Fahrzeug hat natürlich einen riesen Vorteil, dass du das auch im Alltag verwenden kannst. Du hast einen Sohn mit drin, das können wir gerade mal schauen. Da ist Isofix an den äußeren Sitzen mit dran. Genau, da kann man auf jeden Fall die Kindersitze ganz easy befestigen und die Kinder fahren dann sicher mit. Ja, du hast das ganze Jahr mitgemacht, ja. Familienurlaub, auch mal kurz mal campen gehen. Oft hat man keine Zeit, will spontan mal verreisen. Alles nicht mehr so ganz so easy. Es muss immer alles passen, oder? Ja, der Vancity ist auf jeden Fall der perfekte Begleiter, wenn es mal irgendwie spontan gehen sollte. Aber auch Städtetrips und es ist auch ein Allrounder, weil im Alltag das Fahrzeug super einsatzbereit ist. Das siehst du hier, das sind die Originalfenster zum Beispiel mit drin. Die lassen sich ganz leicht öffnen, sodass man auch mal durchlüften kann. Aber es gibt noch viel mehr. Es gibt hier vorne noch eine Spül- und eine Kocheinheit mit drin. Genau, das zeige ich dir jetzt. Hier kannst du nämlich deine Gerichte zubereiten und hier kannst du später deine Teller spülen. So, beides ist mit drin und ist natürlich auch mit einem Vorrat verbunden an Wasser. Der ist direkt unten drunter, der kann aufgefüllt werden. Hier ist ein schickes Fach drin. Was würdest du da reinmachen? Da kannst du alles Mögliche verstauen, Gewürze, Bücher, Kleidung, je nachdem, was du gerade passendes dabei haben möchtest. Komm, wir gehen mal raus und dann zeigen wir mal das Fahrzeug von hinten. Sehr viel Licht ist hier mit drin. Hier vorne ist noch eine Leselampe, da kommen wir aber gleich drauf. Denn das Fahrzeug hat ein komplett eingebautes Schlafdach. Genau. Das Schlafdach ist da und das hat den Vorteil, dass du das einfach aufstellst und da oben können zum Beispiel Kinder drin schlafen, da kann man aber auch alleine drin schlafen. Das heißt, die Bank, die man ja zur Schlafbank umrüsten kann, indem man sie einfach nur auszieht, die kann so bleiben, wie sie ist und man geht hin, klappt das dann da oben runter, das können wir gleich mal zeigen und da schläft man drin. Ja, das kommt natürlich dann darauf an, mit wie vielen Personen du dann verreisen möchtest. Hier findet auf jeden Fall jeder einen Schlafplatz. Guck mal hier, alles hier mit Stahl verbunden. Ich kenne das also nur ein bisschen anders. Das hier ist schon sehr, sehr robust. Und wir schauen mal hinten rein, denn mitnehmen kann man auch noch ein bisschen was. Man kann ihn sich hier hinten hinlümmeln noch so ein kleines bisschen. Das ist die Bank, die man auch verschieben kann auf diesen Airline-Schienen. Ich zeig dir das gerade mal. Nämlich, wenn man auf einem schönen Stellplatz sitzt, dann kann man sich dann einfach hier hinstellen und die Klappe aufmachen und ein Buch in die Hand nehmen und dann gemütlich lesen. Du hast dich an der Leselampe gerade gestoßen, aber... Ja, ich war ein bisschen zu energisch, aber tatsächlich, ich zeig dir das mal, die kann man nämlich verstellen. Und gerade wenn die Abenddämmerung dann anfängt und man ein bisschen mehr die Augen anstrengen muss, kann man die Lampen anmachen und easy und entspannt weiterlesen. Guck mal hier, wenn du dann hier im Bett liegst, ja, du kannst es ja ausziehen, dann hast du dann eine 12-Volt-Steckdose, da kannst du USB-C anschließen und auch 230 Volt, wenn du im Campingplatz bist. Hier gibt es eine Außendusche. Die ist hier mit drin. Auf der Seite ist auch der Tank und die wird hier aktiviert, wenn du mir das mal gerade hochhebst, bitte. Ja. Sei so lieb. Das zeige ich dir.
So, da ist die Außendusche mit drin. Und ja, das Ganze sehr kompakt, sodass ich diese Bank sogar im Betrieb so verschieben kann, dass ich sie ganz nach vorne schieben kann und dann hier hinten auch noch Mountainbikes und so weiter einladen kann, die teuer sind, und das mitnehmen kann. Also die Bank gleitet wie auf Schienen, es sind nämlich Schienen. Und wenn man hier außen mal reinguckt, der Raum, der vergrößert sich massiv. Ja, du guckst hier rein, einfach nur oben das Aufstelldach hochklappen und dann habe ich Stehhöhe, falls mal regnet. Genau, oder falls man entspannt kochen möchte an der Kochfläche. So, wir gehen mal kurz hoch. Bianca, komm mal mit. Und wenn du mal so lieb bist, das Schlafdach mal runterziehst für mich. Natürlich, das geht ganz easy. Das Vorsicht, 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 die Lampe ist noch da. Guck mal da unten auf der Seite. Das macht nichts, das ist nämlich hier beweglich. Das würde dann einfach mitleiten. Oh, danke schön. Und da ja. Hat man das Bett dann hier unten und kann dann gemütliche Stunden hier oben allein oder zu zweit verbringen. So, komm, ich gehe mal neben dich und dann filmen wir da mal kurz hoch, dass wir das mal sehen. Also jetzt hast du das einfach hochgedrückt. Genau. Und da ist ein richtiges Schlafbett drin. Kannst du? Ja, mit einer schönen Matratze und die Leselampe, die ich eben runtergedrückt habe, kann man auch wieder nach oben biegen. Das heißt, hier hat man auch noch abends relativ viel Licht. So, das braucht man ja auch. Und da, ich guck mal gerade, ist da noch USB mit drin? Das können wir noch nach oben hochlegen. Ich finde, solche Lösungen muss man zeigen, ja, weil das ist, ich meine, du weißt selber, was ein Auto heute kostet. Autos sind sowieso teuer und warum auch zwei Autos haben, wenn man auch ein Auto haben kann. Und hier kannst du ein Auto für beides benutzen, oder? Ja, ich habe es ja eben schon mal erwähnt gehabt. Unser Van City ist auch perfekt im Alltag zu benutzen. Hier haben auch viele Personen Sitzmöglichkeiten und auch aufgrund der kompakten Größe kann man das Fahrzeug einfach mal gerne einfach vors Haus stellen oder sogar in die Tiefgarage fahren. Guck mal hier unten, da ist eine Automatik mit drin, das ist ganz praktisch. Das Auto ist sehr, sehr, sehr leise. Mhm. Also wenn ihr damit mal fahrt und wenn du guckst, was heute ein VW-Bus kostet mit allem drum und dran, ein T6.1 mit Ausbau, habe ich gestern gefilmt. Der teuerste war bei 160.000 Euro. So richtig los ging es bei 90.000 Euro bei euch. Hier bei diesem Messedeal, wir können das ja mal zeigen. Da liegen wir, glaube ich, bei 59.900 und tatsächlich, ja, 59.900 mit der ganzen Ausstattung, die hier dabei ist. Also Chromzierleisten, Fahrerpaket, das Chassispaket mit drin, die Automatik hier, die Dieselstandheizung ist hier mit eingebaut, Parksensoren, Nebelscheinwerfer und. Also alles, was hier draufsteht, für 59.900 Euro. Also hier vorne ist es drauf, 135 PS Automatik. Und das Gesamtgewicht hier 2,945 Tonnen, das darfst du ganz normal mit dem PKW-Führerschein fahren, das Auto. Genau, das kann jeder fahren. Messedeal, limitiert. Wir sind bei Arno auf dem Stand. Ja, mittlerweile Halbzeit, ja, der Standdienst und so weiter, das ist schon anstrengend, oder? Ja, aber auch sehr schön und wir haben sehr viele Besucher und es geht aufs Wochenende zu und da erwarten wir auf jeden Fall nochmal sehr viele interessierte Personen. So, ich darf Sie mal ganz kurz was fragen, wenn ich Sie mal ganz kurz was fragen darf. Es geht ganz, ganz schnell. Sie sind jetzt gerade in so ein Fahrzeug hier eingestiegen. Was ist das Schöne an dieser Fahrzeugklasse hier? Ja, es ist alterstauglich. Man kann für Städtereisen und so ist das optimal. Ne? Man muss zwar immer umräumen, ja, wenn ich das im Bett mache oder so, ja. Aber sonst... Das heißt, man kann drin schlafen, du kannst auch mal in der Stadt stehen bleiben. Alles ja, mal kurz, dann auch mal stehen bleiben. Man könnte irgendwo wandern gehen und sagen, oh, nee, ich fahre heute Abend nicht nach Hause, ich schlafe einfach im Auto. Ja. Ein Auto, das ist jetzt keine Dusche im Fahrzeug ist, das macht euch nichts. Das spielt keine Rolle. Das, man kann man ja am Campingplatz fahren und so. Die Fahrzeuge sind sehr, sehr teuer hier. Zum Beispiel der Messedeal, es geht los bei 53 hier als ausgebautes. Mhm. Ich sag mal, ist das bezahlbar? Ist ja immer noch eine Menge Geld, oder? Ja, wenn Sie einen VW-Bus kaufen, als normales Fahrzeug, zahlen Sie auf 90.000 Euro. Ja, da sind Sie schon. Dann wird der hier mit Automatik und so schon Preis. Ich weiß jetzt gar nicht, was der kostet. Der kostet fix und fertig, wie hier steht, 59,9 ja. mit den kompletten Ausstattungen. Da ist ja gegen den VW-Bus fast 30.000 Euro billiger. Vielen, vielen Dank euch. Tschüss. Ja, das waren die Argumente. Er hat gesagt, da ist er gegenüber dem VW-Bus fast 30.000 Euro günstiger. Und ich habe ihn nicht gefragt. Also das kommt automatisch. Ja, der Preis kommt sehr, sehr gut an.
Ja, vielen Dank euch beiden. Ihr habt die Messe mit organisiert, kommt beide aus dem Marketing. Das Coole ist, ihr seid auch verschieden groß. Dann kann man auch schön mal zeigen, du bist sehr groß. Wie groß bist du? Knapp 1,80 und du 1 Meter und? 1,65 Meter. 1,65 Meter, dass man beide mal sieht. Da ist sogar die Markise mit dabei. Da ist eine richtige Vollausstattung. Full LED sehe ich sogar, was hier vorne mit dabei ist. In Silber das Fahrzeug. Und optisch auch ein richtiger Hingucker. Wir sind am Stand von Ahorn. Hier ist der Caravan-Salon 2023 mit Paulina und Bianca. Euch beiden. Tschüss.